Leute, wir haben ja schon verdammt viel über Tastaturen geredet und ja, wir haben uns auch schon viele Tastaturen angesehen und ja, es kann sogar sein, dass ich ein kleines Problem habe, was Tastaturen angeht, aber die Tastatur, die ich euch heute zeige, ist für mich persönlich die beste Gaming-Tastatur, die ich bis jetzt getestet habe. Es geht speziell um Gaming, Performance und einen Hersteller, über den wir bis jetzt noch gar nicht gesprochen haben, und zwar Endgame Gear und die Frage, ob das schon Cheaten ist. Dieses Video wird euch präsentiert von Lian Li und den beiden absolut legendären Showcases, und zwar dem Lian Li O11 Vision und dem Lian Li O11 Evo RGB. Diese beiden Cases setzen eure Hardware nicht nur perfekt in Szene, sondern ihr habt auch noch extrem viele Möglichkeiten, euren Bild auch noch richtig mit großen Komponenten zu gestalten. Durch das Dual-Chamber-System ist Kabelmanagement natürlich super easy und die Lian Li Cases haben dabei auch noch einen wirklich guten Airflow. Das O11 Vision gibt es ab 149,90 € und das O11 D-Vision ab 169,90 € und mehr Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Okay, also kurz zu Beginn ein kleiner Disclaimer. Unter jedem Tastaturenvideo lese ich, schau dir doch mal die Wooting 60HE an. Und ja, das werde ich auf jeden Fall, denn die Wooting scheint eben wirklich eine der besten Tastaturen am Markt zu sein. Das große oder auch kleine Problem, je nachdem wie man es sieht, ist so ein bisschen die flächendeckende Verfügbarkeit von diesem Keyboard. Wenn ihr euch mal eben eine gute Gaming-Tastatur holen wollt, dann müsst ihr bei Wooting selbst eine Bestellung aufgeben. Und Wooting claimt auch, dass sie eben kein Next-Day-Shipping gewährleisten können. Man allerdings, je früher man bestellt, desto früher auch seine Tastatur erhalten wird. Für Leute, die diese Hürde gehen können und wollen, ist das sicherlich eine gute Sache. Und bald wird sich für mich auch herausstellen, wie gut die Wooting 60HE ist. Denn ich habe mich dazu durchgerungen und eine bestellt. Gebt mir dazu einfach noch ein bisschen Zeit. Aber die Tastatur, die wir uns heute ansehen werden, ist eben flächendeckend verfügbar und ich wollte dieses Video hier unbedingt machen, weil ich mich auch selbst dabei erwischt habe, wie ich trotz meiner riesigen Auswahl an vielen verschiedenen Tastaturen, ich sag's ja, ich habe ein Problem mit Keyboards, in letzter Zeit immer wieder dabei erwischt habe, wie ich zu diesem Teil hier greife. Das ist die Endgame Gear KB65HE. Ja, Namensgebung bei technischen Geräten ist doch immer wieder super kreativ, aber hey, wir sind dafür hier ja auch bei der Kreativecke, oder? Böse Zungen könnten nämlich behaupten, Endgame Gear hat Wooting kopiert. Wooting hat nämlich einen Trend losgetreten, den mittlerweile extrem viele Hersteller wie unter anderem Razer, Corsair und auch SteelSeries übernommen haben. Rapid Trigger. Was das genau ist und was das so gut macht, das werden wir uns gleich mal ansehen. Erstmal zu der Tastatur selbst. Ich sag's direkt, ihr bekommt das Teil ab ca. 160 €. Und ja, ich weiß, dass das viel Geld ist, aber in diesem ganzen Kontext aller Tastaturen, die es in dem Bereich gibt, ist das erstaunlich günstig. Vor allem, wenn man sich mal ansieht, was Endgame Gear hier für den Preis gemacht hat, denn das Case ist einfach mal ein komplett CNC gefrästes Aluminiumgehäuse. Das sieht man in diesem Preisbereich richtig selten und auch beim Auspacken wird direkt klar, dass dieses Ding hier einfach nur richtig schwer und solide ist. Also qualitativ ist das 1A, wie ihr aber auch sehen könnt. Rein optisch hat Endgame Gear hier es super schlicht gehalten. An der Tastatur ist eben nicht viel dran. Es ist ein massiver Aluklopper. Die Keycaps, die sind ganz schlicht in schwarz gehalten. Übrigens sind das auch ganz normale Shine-Through PBT-Keycaps, grundsolide aus meiner Sicht, aber nicht unbedingt was Besonderes. Zumindest haben sie eine leicht angeraute Oberfläche, das ist mir bei Keycaps immer relativ wichtig, aber man kann die Keycaps natürlich auch austauschen. So, und beim Layout, da scheiden sich ja hier in den Kommentaren auch immer die Geister. Das ist bei dem Keyboard hier ein 65% Layout, heißt, was die Größe angeht, habt ihr quasi keinen wirklichen Unterschied zu einer 60% Tastatur, allerdings bekommt ihr eben noch die Pfeiltasten und ein paar zusätzliche Tasten, wie zum Beispiel entfernen, Bild auf und ab und so weiter. Und gerade bei einer Tastatur, die speziell für Gaming ausgelegt ist, sollte man aus meiner Sicht schon Pfeiltasten dabei haben. Ich persönlich mag 75% aber lieber, weil ich kaum einen Numblock nutze, aber häufiger mal die F-Tasten brauche. Die bekommt ihr bei 65% nur durch Zweitbelegungen der Nummernreihe. Das Layout an sich wäre eigentlich auch mein einziger Kritikpunkt an dieser Tastatur. Ich fände es halt irgendwie cool, wenn Hersteller für verschiedene Bedürfnisse das gleiche Keyboard in verschiedenen Layouts rausbringen würden. Weil ich lese auch immer wieder von Leuten, die ein Full-Size-Keyboard mit Numblock wollen. Und wenn man die Keycaps mal entfernt, dann kommt auch das zum Vorschein, was genau dieses Keyboard hier ausmacht, und zwar die Switches. Das sind Gateron KS37B und klar sollte sein, dass das natürlich lineare Switches sind. Für Gaming würde alles andere auch keinen Sinn ergeben. Ihr könnt die Switches auch entfernen, was in dem Fall allerdings natürlich nichts bringt. Warum, das werde ich euch gleich erklären. Was aber erstaunlich ist, die Switches sind Preloop, das heißt mit Fett behandelt, damit sie eben
eben ein bisschen smoother und sauberer klingen. Und eines kann ich euch sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass dieses Keyboard hier in irgendeiner Weise gut klingt. Das tut es aber. Ich werde euch auch gleich mal einen kleinen Soundtest liefern. Aber warum bringt es nichts, die Switches auszutauschen? Weil ihr dann eben nicht von dem Hauptfeature dieser Tastatur profitiert. Und das ist Hall-Effekt. Was ist das aber? Und genau das hat vor allem mit den hier verbauten Switches zu tun. Denn im Gegensatz zu ganz vielen anderen Switches, die man so auf dem Markt frei kaufen kann, befindet sich im Stempel der KS37B Switches ein Magnet. Und beim Runterdrücken des Switches verändert ihr ein Magnetfeld. Wozu ist das aber gut? Für einen dynamischen Auslöseweg. Ganz klassische Switches haben einen festen Auslöseweg, der irgendwo zwischen 1 und 4 mm liegt. Das heißt, nach dieser Strecke lösen sie aus. Hall-Effekt-Switches haben den Vorteil, dass ihr die Strecke, die zurückgelegt werden muss, damit der Switch auslöst, selbst einstellen könnt. Und das liegt eben daran, dass die Veränderungen in dem Magnetfeld super akkurat erfasst werden können und das könnt ihr jetzt bei der KB65HE in der noch sehr simplen Software einstellen. Unter Pressed Threshold könnt ihr dann nämlich ganz präzise einstellen, wann der Switch auch wirklich auslösen soll und 1 steht für 0,1 mm. Wozu ist das gut? Naja, also die einen, die mögen eben sehr empfindliche Switches und andere wiederum weniger empfindliche, weil man mit einem schnellen Auslöseweg auch mal schnell ein paar Fehleingaben macht. Die einen, die mögen beim Gaming eher sehr empfindliche Switches, die anderen mögen aber beim Schreiben vielleicht was Unempfindliches, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist wiederum aber mit dem nächsten Feature kombiniert und das grenzt schon fast an Cheaten, nämlich Rapid Trigger. Wenn wir nämlich nochmal in die Software der Endgame Gear reinschauen, dann sehen wir einen zweiten Punkt und zwar Released Threshold. Und wenn ihr den mal auf die erste Stufe stellt, dann habt ihr genau das, was Rapid Trigger ausmacht, nämlich die Tatsache, dass der Switch bereit ist für die nächste Eingabe direkt, nachdem er nur 0,1 mm nach oben gedrückt wurde, was quasi instant ist. Denn der Reset bei klassischen Switches geschieht im Normalfall erst, wenn der Stem bis zu einem gewissen Punkt wieder in seiner Ausgangsposition ist. Und das ermöglicht euch halt bei Games extrem schnelle Eingaben, gerade in Spielen wie Fortnite, in denen man ja auch ganz viele Tasten-Spam-Kombinationen hat, wird das dann eben wirklich relevant. Es gibt aber so eine kleine Kritik, die auch von Optimum Tech kam. Je nachdem, wie ihr das Keyboard nämlich einstellt, kann der Auslöseweg sich quasi auch mit bewegen. Also sagen wir einfach mal, ihr stellt in der Software einen Auslöseweg von 1 mm ein und dann einen Released Threshold von 0,1 mm, drückt die Taste dann 2 mm nach unten und wieder 0,1 mm nach oben, erfolgt die nächste Eingabe dann nicht nachdem der Stem wieder nach oben zurückgekommen ist, sondern könnte quasi ab 1,9 mm wieder auf 2,9 mm runtergerückt werden, um auszulösen. Oh Gott, das waren jetzt verdammt viele Zahlen, aber ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Schreibt das mal in die Kommentare. Ich persönlich habe das jetzt auch nicht als nervig empfunden, aber am Ende des Tages wollte ich euch darauf hinweisen. Ist das aber schon Cheaten? Laut Definition verschafft euch Cheaten in einem Game einen unfairen Vorteil. Ich persönlich würde aber nicht unbedingt sagen, dass ein besseres Werkzeug selbst, wenn ihr dadurch einen Vorteil verschafft bekommt, schon Cheaten ist. Denn dieses bessere Werkzeug muss natürlich auch entsprechend bedient werden. Und ich persönlich konnte jetzt nicht unbedingt feststellen, dass ich durch Rapid Trigger besser geworden bin. Ich habe meine Technik vielleicht ein bisschen verbessert, was die Eingaben auf der Tastatur angeht, aber sonst auch nicht viel. Aber da kann man durchaus mal drüber diskutieren. Wäre das für euch schon Cheaten? Wäre dann ein 540-Hertz-Monitor, mit dem ihr den Gegner im Millisekundenbereich früher sehen könntet, auch Cheaten? Das ist doch mal eine interessante Diskussion. Aber das ist eben nicht das Einzige, was dieses Keyboard hier zu bieten hat, denn eine Sache hat mich halt wirklich erstaunt, und zwar die Tatsache, dass es so schon out of the box echt gut klingt. Und wie sich das Teil anhört, da hören wir jetzt mal gemeinsam rein. Ja, sie ist definitiv nichts für Klanggourmets, die auf fockigen Sound stehen, aber jetzt mal ehrlich, die Stabilizer sind super, das Teil hallt nicht, trotz Hall-Effekt. Okay, der war gar nicht mal so gut. Und sie klingt für eine Pre-Build-Tastatur doch schon wirklich gut, zumindest aus meiner Sicht. Und ja, ich finde die Endgame Gear KB65HE hier auf jeden Fall richtig gut. Das ist auch momentan meine Go-To-Tastatur, wenn ich hin und wieder mal ein Game anfasse. Aber was ich auch ganz klar sagen muss, wenn ich arbeite, dann greife ich doch wieder zu einer meiner 75%-Tastaturen. Und das ist auch das, was ich an der Stelle bei Endgame Gear dalassen möchte. Ich würde mir wünschen, genau dieses Keyboard hier in 75%.
75% zu sehen. So, und wenn die Voting angekommen ist, dann wird es einen Vergleich zwischen diesen beiden Keyboards geben, denn die Voting ist so gesehen ja eigentlich das Original. Ich habe schon in anderen Reviews gesehen, dass die Build Quality und so weiter bei Voting nicht ganz die haben soll, die die Endgame Gear Tastatur hier hat, aber nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, das ist ein Aspekt bei einem Keyboard. Und ja, wie ihr seht, ist auch bei mir angekommen, dass ihr unbedingt was zur Voting 60HE haben wollt. Aber schreibt mir jetzt mal in die Kommentare, ist so ein Feature wie Rapid Trigger eigentlich schon Cheaten? Alle meine Tastaturempfehlungen findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen in nördlicher Richtung. Schaut auch gerne mal bei meinen letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.